Hallo beim Wotananda. Es geht los, es geht wieder in die Natur, es ist wieder Waldzeit, Zeit für Bewegung und selbstverständlich, direkter geht es nicht, sofort hoch, 1,5 Kilometer bergauf, wir sind in Kettwig, komm mit. So, das war der härteste Tourauftakt, den ich bisher erlebt habe. Ja, nochmal hi, hallo und herzlich willkommen hier mit einem Special Wandergast. Das ist die Nala, Nala Wanderschaft, herzlich willkommen! Yeah, Special Support. Wir sind unterwegs im wunderschönen Kettwiger Stadtwald. Die erste Bergwertung war schon insane. Und jetzt geht es erstmal ab zu den Essener Aussichten. Also Panorama garantiert, bleibt dran. Und zack, da sind wir schon. Essener Aussichten. Da sind wir übrigens am Bildstein. Steil hinauf geht es von Kettwig zu diesem Aussichtspunkt. Hier erlebt man einen grandiosen Panoramablick ins Ruhrtal. Am gegenüberliegenden Ufer sieht man das Schloss Öfte, eines der ältesten Herrensitze der Region, sowie den Golfclub Haus Öfte und die Ruhrlandklinik. Geht ganz gut. Ja, herrlich, jetzt kriegen wir auch noch eine persönliche Unterweisung von einem Alt-Kettwiger, ein Senior, netter älterer Herr, der jetzt erstmal die ganze Geschichte Kettwigs erzählt. Wunderbar. Sehr gut. Das ist wieder mal eine ganz, ganz wunderbare Runde. Wir befinden uns, habt ihr vielleicht schon gesehen, auf dem Nordteil des Kettwiger Panoramasteigs, auch entlang der Georoute Ruhr und laufen hier durch einen ganz wunderbaren Buchenwald. Das ist herrlich schattig mit dem hohen Blätterdach. Wunderbar. Also das macht richtig Spaß. Ein toller Sonntagsspaziergang und es geht direkt weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Nördlich vom Aussichtspunkt am Bildstein führt uns unser Weg vorbei am Friedhof in den Kettwiger Stadtwald. Hier gibt es Infotafeln zu den vergangenen Bäumen des Jahres. Etwas weiter erreicht man diesen faszinierenden Aussichtspunkt, der uns einen weiten Blick ins Ruhrtal und über den Leinpfad bis nach Werden bietet. Hallo! Ja, ganz genau, ihr habt es gesehen. Wir haben Special Wandergast. Nala Wanderschaf. Guten Tag, sag mal was zu deinem Kanal. Jetzt haben wir die Sonne im Hintergrund. Ja, aber herrlich, herrlich. Jo, Nala, was machst du hier mitten im Revier? Ja, ich bin gerade auf Heimaturlaub. Sehr schön. Und da dachte ich mir, da treffe ich halt mal andere YouTuber und gehe mal eine Runde wandern. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das soll total viel Spaß machen. Wo kommst du genau her? Ursprünglich bin ich aus Heiligenhaus. Sehr schön, ist ja direkt hier schräg gegenüber, ne? Genau. Und im Moment wohne ich halt in Spessart. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne meinen Kanal besuchen, und zwar Nala Wanderschaf. Nala Wanderschaf, schaut mal rein. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, was das damit auf sich hat. Ich suche mal das Wanderschaf. Ich zeige euch das gleich mal. So, ich habe es entdeckt, das Wanderschaf. Auf Reisen, auf Heimaturlaub. Hi.
herrlicher Hohlweg hier. Ganz toll. Moderne Gastronomie in einem traditionellen Umfeld. Das ist das 12 Apostel. Authentische Location trifft bodenständigen Landhauscharakter. Hohe Decken, rustikale Backsteinwände und ein geräumiger Biergarten laden zum Verweilen ein. Events und Feiern sind hier ebenfalls sehr beliebt. So, wir haben uns wieder aufgerafft, waren bei den 12 Aposteln am Startessen, wunderbarer Biergarten, und sind jetzt mitten auf dem Leinpfad, auf dem Ruhrtalradweg, direkt Richtung Kettwiger Altstadt. So, der Ruhrtalradweg, der Leinpfad, der ist schmal, der ist viel befahren, hochfrequentiert. Viele Fahrradfahrer und Fußgänger begegnen sich hier auf engstem Raum. Das ist nicht immer ganz unspannend, aber das läuft auch nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Also wir bleiben am Rand und weichen den Klingeln aus. So, weg vom Leinpfad und hin zum Kattenturm. So, beinahe läuft man dran vorbei. Wir sind hier an der Ruine am Kattenturm, mitten an der Ruhr am Leinpfad. Und das ist so zugewuchert, hier stehen nur noch die Reste vom Turm. Da läuft man dran vorbei, aber wertvoll, Achtung, anhalten. Die Burg Luttelnau war ein Rittersitz im Ruhrtal bei Essen. Sie ist die einzige noch teilweise erhaltene Turmhügelburg an der Ruhr. Der Kattenturm ist die Ruine des Wohnturms. Das Burggelände befindet sich am nördlichen Ufer der Ruhr in Kettwig, gegenüber von Schloss Öfte, das am südlichen Ufer liegt. Luttelnau, auch Lutenau und Luttenau, bedeutet so viel wie kleine Aue, von Lütt gleich klein. Die Bezeichnung Kattenturm basiert auf sagenhaften Erzählungen von Katzen und Katten, ein germanischer Volksstamm, die dort einen Schatz bewacht haben sollen. So, da sind wir wieder am Bahnhof Kettwig angekommen. Eine wirklich wunderschöne Runde über den Kettwiger oder durch den Kettwiger Stadtwald an zwei ganz, ganz tollen Aussichtspunkten vorbei. Natürlich noch mit Biergarten und Lost Place Ruine Kattenturm. Also wirklich, wirklich super geil. Und diesmal auch mit Special Guest Nala Wanderschaf. Schaut mal rüber auf den Kanal, lasst mal ein Like und Abo da. Bestellt von mir natürlich schöne Grüße. Und ich sag wie immer, vergesst da rausgehen nicht. Bis bald, euer Schrömi von Potternander. Ciao.